Hallo, in diesem Video gibt es eine Übung für dich zum Thema Trigonometrie im Raum. Gegeben ist dieser Quader hier. Du kennst seine Kantenlängen mit 8, 5 und 6 Zentimetern. Berechnen sollst du die Strecke AH und die Strecke BH sowie die Winkel Alpha, Beta und Gamma. Außerdem ist die im blauen Dreieck eingezeichnete Höhe h gesucht. Du kannst nun das Video pausieren und die Übung machen. Wenn du fertig bist, kannst du dir die Lösung anschauen. Viel Erfolg dabei! Und hier kommt die Lösung. Zunächst einmal schaue ich mir das blaue Dreieck ABH an. Mir fällt dabei auf, dass die Strecke AB auf der Kante des Quaders liegt. Die Strecke AH liegt dieser Seitenfläche des Quaders. Hieran erkennst du, dass der Winkel Alpha ein 90-Grad-Winkel sein muss. Sobald ich also die Strecke AH oder die Strecke BH kenne, kann ich die anderen beiden fehlenden Winkel Beta und Gamma auch ausrechnen. Zur Berechnung von AH nehme ich mir dieses gelb markierte Dreieck als Stützdreieck. Dieses hat hier einen rechten Winkel. Ich kenne die Strecke AD mit 5 cm und die Strecke DH mit 6 cm. Kann also AH mit dem Satz des Pythagoras ausrechnen. AH ist gleich die Wurzel aus 5 hoch 2 plus 6 hoch 2. Gerundet ergibt 7,81 cm. Als nächstes möchte ich die Strecke BH ausrechnen. Das blau gefärbte Dreieck ABH hat ja in Alpha einen rechten Winkel. Da ich die Strecken AB und AH in diesem Dreieck kenne, kann ich wieder mit dem Satz des Pythagoras die gesuchte Strecke BH ausrechnen. BH ist gleich die Wurzel aus 8 hoch 2 plus 7,81 hoch 2. Gerundet ergibt dies 11,18 cm. Alternativ hättest du auch so vorgehen können, dass du zuerst im orange gefärbten rechtwinkligen Dreieck die Strecke BD berechnest, also die Bodendiagonale des Quaders, und danach im blau gefärbten rechtwinkligen Dreieck mit dem Satz des Pythagoras die Strecke BH. Das Ergebnis 11,18 bleibt das gleiche. Nun, da du AH und BH berechnet hast und weißt, dass das blaue Dreieck ein rechtwinkliges ist, kannst du die Winkel Gamma und Beta ausrechnen. Von Gamma aus gesehen ist die Strecke AB die Gegenkathete und die Strecke BH die Hypotenuse. Du kannst also zur Berechnung von Gamma den Sinus verwenden. Sinus von Gamma ist gleich die Gegenkathete 8 durch die Hypotenuse BH, also 11,18 cm. Daraus folgt für Gamma eine Größe von ungefähr von 45,69 Grad. Für den Winkel Beta folgt damit eine Größe von 180 minus 90 minus 45,69 Grad, was 44,31 Grad ergibt. Zur Berechnung der Höhe h kannst du in diesem grün gefärbten Dreieck arbeiten, was ja auch ein rechtwinkliges ist. Von Beta aus gesehen ist h die Gegenkathete. Und die Strecke
AB die Hypotenuse. Mit dem Sinus von Beta kannst du also die Höhe h ausrechnen. Sinus von 44,31 ist gleich h durch 8. H ist gleich 8 mal der Sinus von 44,31 Grad, was gerundet 5,59 cm ergibt. Ich hoffe, ich konnte dir mit meiner Übung weiterhelfen und wünsche dir nun viel Erfolg mit der Trigonometrie im Raum. Bis bald!